Hallo, meine lieben Blutsauger da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Vampire. Zumindest an all diejenigen, die noch zuschauen, nachdem ich das letzte Mal wirklich extrem sauer war. Ich war so sauer auf diesen Scheißkampf und am Ende musste ich diesen Typen einfach nur niederballern. Einfach nur ein lamer Mist. Ich stehe immer noch dazu, aber reden wir jetzt nicht mehr darüber. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, wo das Dingens ist. Wo ist er hin? Wir wissen es nicht. Wo ist Swansea? Ich möchte wissen, wo Swansea ist. Warum sind wir jetzt hier unten? Was soll der Quatsch? Ich will wissen, wo der hin ist. Deswegen sind wir doch hochgegangen. Wir sind doch nicht da hochgegangen, um diesen Typen zu prügeln. Das ist doch gerade eben der totale Unsinn, warum wir jetzt auf einmal hier oben sind. Und vor allem, wie haben die das gemacht mit dem Licht? Dinge, die mir nicht einleuchten wollen. Und er ist jetzt schon verschwunden, oder was? Das wird sicherlich Konsequenzen haben, dass wir ihn jetzt natürlich zu einem Vampir gemacht haben. Davon kann man ausgehen. Was ist denn das hier? Natürlich, verschlossen. Warum auch nicht? Wahrscheinlich hätten wir ihn töten müssen. Ja, verschonen. Wir hätten ihn ja nur verschonen oder in einen Vampir verwandeln können. Ja gut, er ist jetzt ein Vampir. Ein Ekon. Der McCallum. Mit, ja, ich habe schon wieder vergessen, meine Medikamente einzuspritzen. Ich hätte mir den Kampf dadurch erleichtern können. Aber ganz im Ernst, das Problem war ja nicht, dass ich quasi ständig low life war. Das Problem war, dass der Typ Schlagkombos angefertigt hat, mit denen er mich quasi mit einer einzigen Combo, sage ich jetzt mal, aus den Latschen getreten hat. Das war ja das Problem. Er hatte nur eine einzige Combo gemacht und dann warst du tot. Und du konntest diese Combo ja nicht entrinnen. Es war nicht möglich, ihr zu entrinnen. Das ist das, was ich so unglaublich schlecht in dem Kampf fand. Wenn er dich einmal gehabt hat, dann war es pures Glück, wenn er dich damit nicht sofort aus dem Leben geprügelt hat. Oder in dem Fall aus dem Unleben. Und dann auch noch quasi diese Moves, ey. Moves, die selbst wir als Vampir nicht können. Hat er da durchgezogen, abgezogen. It's locked, alright. Ich weiß immer noch nicht, wo ich... It's locked. It's locked, alright. Die ganzen Ärzte-Dinger hier. Ja, wir haben es immerhin geschafft und überstanden. Aber ich weiß nicht, wo ich jetzt hier... Es gibt ja immer noch so einen Hinweis von unserem Vater. Es wäre ein bisschen lächerlich, wenn der jetzt hier drin wäre. Hier drin würde keinen Sinn machen. Es muss irgendwo unten sein, würde ich mal behaupten. Ich bin gerade immer noch ziemlich gestresst von diesem Kampf, ey. Es kommt selten vor, dass ich durch einen Kampf in einem Spiel Kopfschmerzen bekomme. Der hat mir Kopfschmerzen bereitet, weil es einfach so übertrieben war. Also wirklich so von jetzt auf gleich einfach so übertrieben. Du kommst hierher so mit dem Gedanken, ja, du willst, ich will verhindern, dass das Krankenhaus angegriffen wird und dann ist eigentlich alles schon vorbei. Hier unten ist alles völlig normal, ne? Und oben Swansea fehlt jetzt und oben randaliert da quasi dieser Psycho-Super-He-Man. Aus der Hölle. Da fällt mir nichts mehr dazu ein, ey. Ohne Witz. Außer das, was ich gesagt habe. Ich finde halt auch einfach, das passt einfach nicht zu diesem Spiel. Es passt einfach nicht. Ein ruhigeres Setting hätte ihm extrem gut getan. Einfach mit mehr Text und so. Und Kämpfe. Wenn Kämpfe... Anders. Einfach anders. Nicht so dieses actiongeladene Gedöns, das wir jetzt hier gerade eben erleben. Immer noch am gucken, wo ich jetzt hier vielleicht etwas finde. Wahrscheinlich hat er es gar nicht hier in diesem Krankenhaus selber hinterlassen, sondern irgendwie in einem Seitenhaus oder so. Problem ist halt, ich weiß nicht mal, ob ich mit jemandem darüber reden müsste. Ich muss mal gerade eben ohnehin mal gucken, wie es jetzt hier um die Leute bestellt ist. Er braucht nochmal was. Sie erholt sich, er braucht was. Guten Tag. Ich bin gerade einfach nur am Suchen, ne? Aber ohne Erfolg. Halt, da liegt noch was. Pembroke, unvollendeter Brief. Meine lieben Kinder, es tut mir leid, dass ich euch bisher nicht geschrieben habe, aber es schmerzt höllisch. Allein diese paar verflixten Wörter zu Papier zu bringen, macht euch keine Sorgen. Daddy kommt aus dem Krankenhaus, sobald die Ärzte seinen Arm heil gemacht haben. Wenn ihr bis dahin etwas braucht, geht zu Mrs.
Mr. Catwick auf der Baustelle und sagt ihm, dass ihr Harvey Felix Kinder seid. Erinnert ihr euch an Robert Chadwick? Der große Mann mit dem Schnurrbart, der mir letzten Frühling half, die Haustür zu reparieren, geht zu ihm und bittet ihm um ein paar Schillinge. Er wird euch sicherlich helfen. Leider kann ich gerade nicht arbeiten, aber wir lassen uns etwas einfallen, wenn ich zurück bin. Keine Angst, wenn Daddys Arm wieder bei Kräften ist, wird alles gut. Wenn die Ärzte endlich meinen Arm geheilt haben, werde ich... Okay. Endlich, da liegt's rum. Ey, ich bin da nie in dieser Ecke gewesen. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? You seem worried about the safety of your family, and it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Jetzt weiß ich alles über ihn, aber ich kann ihn immer noch nicht. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Ich wünschte, dass ich irgendwie was für diese OP machen könnte. Wisst ihr, so dass, das sich erledigt und dass er dann quasi gehen kann. Wünschte ich wirklich. Krankenhaus ist voll. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier was finden soll. Ich kann nur alles durchsuchen. Keine Ahnung, wo unser Paps da irgendetwas hinterlassen hat. Ich weiß es nicht. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Nicht wirklich, ich guck bloß. Goodbye, Dr. Tippett. Eine Sache macht das Spiel ja wirklich fantastisch. Ich muss mir wieder was Positives über dieses Spiel loswerden. Ne? Es macht wirklich fantastisch, dass man am Anfang einen gewissen Groll auf diese Ärzte teilweise bekommt, weil die halt so kleine Schwächen haben, so menschliche Schwächen und auch Fehler begangen haben. Und dann, da kann es durchaus sein, dass man so quasi in diese Selbstgerechtigkeitsschiene hineinkommt als Spieler. Und dann später kommen ja dann so diese Leute wie dieser Fishburne und dieser... keine Ahnung, der komische Vermieter, den wir auch um die Ecke gebracht haben. Und das sind dann halt wirklich die Leute, wo du dann echt denkst, oh Gott, was für menschliche Abgründe. Und ich hätte beinahe quasi den Falschen alle gemacht. Das sind schon ganz andere Kaliber, die man dadurch erlebt. Ich frage mich, wie viele Leute da quasi sich hinterher darüber geärgert haben, dass sie da jemanden quasi ausgesaugt haben und dann hinterher festgestellt haben, Gott, der war ja richtig harmlos. Das ist ja einfach nur so ein Mensch, der sich sozusagen irgendwie behelfen musste aus seiner Situation, aus der er dann nicht rauskommt und trotzdem irgendwie noch was Nützliches machen wollte, ne? Das macht dieses Spiel wirklich gut. Dem Spieler halt dann quasi dann doch so mal diese moralische Frage im Zweifelsfall im Nachhinein aufzutischen. Manche andere Sachen macht dieses Spiel unfassbar schlecht, wie zum Beispiel das Kämpfen, wie ich finde. Jetzt bin ich einmal hier schon durch, ne? Gucken wir nochmal. Habe ich die richtige Quest eigentlich am Start? Hab ich. Ist einfach in diesem gesamten verdammten Gebiet. Vielleicht muss ich hier draußen suchen. Was hat er gesagt gehabt? Wir können ja noch mal gucken, was die exakte Aussage war. Wo ist es denn? Hier. Wenn du mehr wissen willst, erinnere dich einfach an das Krankenhaus, wo du dich zuerst für ein Praktikum bewarbst. Pff. Ja. Danke für nichts, Dad. Ganz im Ernst, er hätte auch ein bisschen genauer sein können. Weil das ist jetzt hier gerade eben schon ein bisschen eine dünne Informationslage. Vielleicht finden wir hier was. Da ist eine Kiste. Ach, Kinin. Hm.
Also hier werden wir tendenziell nicht fündig werden. Nicht hier direkt. Es ist ja wirklich fast gar keine Info, ne? Das ist de facto keine Info. Es ist einfach nur das Krankenhaus. Hey, ganz im Ernst, das Krankenhaus ist riesengroß. Wie soll ich denn in diesem Krankenhaus einen Brief finden? Das ist allein schon die Vorstellung, ist absurd. Jetzt gehe ich erstmal runter und heile dann mir nochmal. Warum laufen die jetzt hier schon wieder nicht rum? Das sind jetzt beide da drin. Warum sind die beide da drin und ich kann da nicht rein? It's locked. Ja, warte mal, ich kann das beobachten. Wie? Und wo muss ich dafür hin? Scheinbar da oben. Das ist ja was Neues, das kenne ich noch gar nicht. Wo muss ich dafür hin? Wo? Hä? Spiel! Was soll denn der Quatsch? Ich bin ja gerade rumgerannt und habe nichts gefunden, wo ich hätte hingehen können. Was soll denn das? Ach Mann! Oh, jetzt müssen wir wieder. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Die Fehler sind immer noch da. Wahnsinn. Do you need medical? Oh, jetzt habe ich das Medikament nicht mehr. Ohne Witz, jetzt brauche ich wieder Behandlung gegen Erkältung. Oh, Mann. Goodbye, Mr. Blight. Okay, wir müssen erst die Behandlung gegen Erkältung organisieren. Na gut, mir fällt übrigens gerade eben ein, dass ich vielleicht noch mal ein bisschen Munition kaufen könnte, ne? Nach dieser Erfahrung gerade eben. Könnte das auf Dauer wirklich sehr, sehr nützlich sein. Hallo, Milton. Good evening, Milton. Na? Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Naja, du kleiner korrupter Drecksack. I'd like to see your good. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Mhm. Patronen kosten ja nichts. Zum Glück. Ich kaufe einfach alle. Ansonsten kann ich hier nichts machen. Nichts Sinnvolles. Na gut. Und jetzt muss ich dieses Kältungsmittel machen. Das Traurige in solchen Situationen finde ich immer, dass ich immer danach so ein bisschen ernüchtert bin. Nach solchen extrem nervigen Sachen. Wo wahrscheinlich sich die Entwickler einfach nur gedacht haben, quasi, ja, wir brauchen eine Herausforderung für den Spieler ein, aber da, die einzige Herausforderung bestand darin, quasi ihn niederzuschießen. Wisst ihr, wenn man diese Waffen nicht ausgebaut hätte, wäre das keine realistische Chance gewesen. Mache ich auch mal gleich, dass ich diesen Grundstock wieder habe. Ja, komm. Immer mal dafür sorgen, dass wir da mal mindestens 3 davon haben. Gut. Und jetzt können wir die beiden vielleicht nochmal beobachten. Jetzt, wo wir wissen, dass wir sie beobachten können. Das wusste ich ja bis gerade eben ja auch nicht. Allerdings habe ich nicht rausgeredet, wo ich sie beobachten kann. Sind beide schon wieder hier drin? Ja, wo soll ich denn dafür hin? Da? Ach so, da! Ja, natürlich, da werde ich auch überhaupt nicht gesehen werden. Sometimes you act like a real jerk, you know that? Oh, come on, Ozzy, don't be like that. What, like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves. Did you ever even try to find me? Rescue me? Oh. You know, it's not like that. I wanted to. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. Look, we survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best.
Alles klar. Da haben sich zwei gefunden. Fuck the war, right? And fuck them all. Fuck the war. Fuck them all. Tja, die beiden sind schwul, okay? In der damaligen Zeit ein schwerwiegendes Verbrechen übrigens in England. Ohne Witz, war es. Good evening. Evening, Dr. Reed. Totaler Unsinn, sowas von einem Verbrechen zu erklären. Da kannst du ja auch gleich, keine Ahnung. Alles Mögliche unter einem Verbrechen stellen. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Was kann daran ein Verbrechen sein? Wie kann Liebe ein Verbrechen sein? Das kann mir niemand erklären. Und wenn jetzt irgendeiner behauptet, das ist wieder natürlich. Nein, ist es nicht. Sogar Tiere sind schwul. Goodbye, Mr. Thatcher. Das gibt's in der Natur am Laufenden Band. Das gehört zu den natürlichsten Dingen. Das ist einfach nur eine Variation dessen, was es ohnehin schon gibt. Liebe. Einfach nur eine Variation, wo sie hinfällt. Hey, ganz im Ernst, es gibt Menschen, die verlieben sich, ohne Witz, es gibt Menschen, die verlieben sich in Stahlbalken. Die sind erotisch angezogen von Stahlbalken und von allem Möglichen. Das gibt es alles. Ist zwar extrem selten, ja, und aus gutem Grund, weil das führt normalerweise seltener zu Reproduktion. Ihr versteht schon, deswegen ist es selten, aber es entsteht immer wieder von alleine, von Neuem. Die Wissenschaft weiß heute, dass es immer wieder, selbst wenn du alle Homosexuellen töten würdest, es würde wieder aufs Neue entstehen. Weil in jedem einzelnen Menschen kann es drin sein, ein Baustein, der dazu führt. Es ist einfach so. Punkt. Und wenn man das Ganze religiös betrachten wollen würde, könnte man behaupten, mal angenommen quasi, Gott spielt in dieser ganzen genetischen Sache eine Rolle. Dann könnte man argumentieren, Gott hat es extra so kompliziert gemacht, dass er will, dass es die Homosexuellen gibt. Er scheint sie zu mögen. Weil er es so gut versteckt hat, dass man es nicht auslöschen kann. Touché. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Jupp. Und wie gesagt, mich persönlich betrifft es nicht, aber ich habe ein Problem damit, dass Leute anderen Leuten vorschreiben wollen, wen sie lieben dürfen und wen nicht. Wisst ihr, mich stört es kein bisschen, wenn ein Mann einen Mann oder eine Frau küsst. Das interessiert mich nicht. Ich bin keiner von beiden. Ja, ich bin nicht homosexuell, ich bin verheiratet, habe eine Frau und habe Kinder und liebe meine Frau und stehe auf Frauen. Aber es stört mich kein bisschen, wenn so etwas existiert und selbst neben mir passiert. Es ist mir sowas von egal, denn es bin nicht ich, es betrifft mich nicht. Und jeden, der den sowas aufregt, muss ich mir echt fragen quasi, dich interessiert wahrscheinlich auch jeder Sack Reis, der in China umfällt, oder? How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Tja, das kann durchaus überraschend sein, denn als Kind denkt man über sowas nicht nach und als Jugendlicher, es gibt viele Menschen, die haben sich nie verliebt und sind dann plötzlich überrascht über die Liebe, wenn sie ihnen passiert. Sowas gibt es. Und wenn du dann plötzlich feststellst quasi, dass du keine Frau, sondern einen Mann liebst als Mann, das kann sicherlich überraschend sein. Und dann weißt du erstmal nicht, damit umzugehen. Erst recht dann nicht, wenn es verboten ist, so wie damals in England. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir.
but it ain't that easy. It's all so new to me. Das kann ich auch verstehen, dass es neu für ihn ist. Wie gesagt, er hat ja damit echt nicht gerechnet. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. So, gehen wir mal da runter. Vielleicht können wir nochmal mit ihm reden. Good evening. Evening, Dr. Reed. Da kam noch was. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck 'em all. Ja, das glaube ich. Die haben den Krieg überlebt. Die sind, glaube ich, mehr Kerl als manch einer von diesen halbstarken Angebern, die dann dumme Sprüche reißen würden. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Die sich wahrscheinlich beim ersten Feuergefecht sofort einpissen würden und dann wimmern in der Ecke liegen. Ich behaupte nicht, dass mir das anders gehen würde. Aber hey, ich behaupte immerhin nicht, dass ich quasi ein harter Kerl wäre. Tue ich nicht. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? So, kann ich ihn nochmal irgendwas befragen? Nö, gerade eben nicht mehr. Okay. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Gut, we did this. Dann weiß ich allerdings immer noch nicht, wo ich jetzt hier suchen soll im Krankenhaus. Ich glaube, ich kann hier immer noch nicht rein. Kann ich da mit rein, Ninjan? Nein! Ach, Mann. Also, er geht jetzt wieder da rein. Ach, ich wollte mir noch die Erkältungsmedizin verpassen. Scheiße, das habe ich vergessen. Muss ich gleich nochmal machen. Das ging mir gerade eben ab. Was ist das denn? Aha. Diese Kiste habe ich noch nie, glaube ich, geöffnet. Tja, die beiden, ey, ne? Ich muss echt gucken, dass der eine rauskommt, ihn noch zu heilen. Mich nervt, dass sie da drin jetzt sind. Und dass ich da nicht rein kann. Boah, wie lange brauchen die denn? Jetzt kommen sie endlich wieder raus. Sehr gut. So. Sir, bitte warten Sie. Warten Sie! Jetzt. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? So. Do you need medical attention, sir? Das klicken wir jetzt mal schnell durch. So viel dazu. Goodbye, Miss. Geheilt. Gut. Laufen. Und jetzt schauen wir noch mal ganz, ganz kurz mal, ob wir noch irgendwo jetzt hier was zu tun haben. Irgendjemand, der krank ist. Sie erholt sich. Hier ist ohnehin niemand krank mehr. Falsch. Ich muss ja hier hingucken. Erholt sich, erholt sich. Bei denen war ich noch nicht. Bei den Dogs. Ich muss nach Süden zu den Dogs. Also gut. War jetzt nicht unbedingt der Ort, wo ich dringend hin wollte, aber... Vier daneben schlägt, ne? Noobs. Au. Renne immer noch. Where's he gone? He has gone. LOL! Der Blödmann kann mich sehen. Ich fass es nicht. I want to step back, das stimmt nicht. Okay. Au. Hier eskaliert's aber gerade schon bitter. Ach, komm doch her. Nein, falsche Waffe. Ich hab die falsche Waffe am Start. Nein. Das ist so gemein. Ja, tun wir mal die Pistole weg. Die brauchen wir jetzt gerade eben nicht mehr. Ach, jetzt, come on, ey.
heilige Scheiße, ey. Wie sie wegexplodiert, ne? Hör mal, wie viele von denen laufen hier rum? Die Stadt eskaliert ja gerade voll. Wow. Das gibt's doch nicht! Sag mal, das Schlimme ist, ich muss die ja niederkämpfen. Oh, Mann. Ich wollte doch nur da durch. Wenn ich im Kampf bin, kann ich die Tür nicht öffnen. Deswegen habe ich da gerade eben so hart gekämpft. Hallo? Darf ich jetzt laufen? Danke. Dankeschön. Jetzt könnte es klappen. Boah, Halleluja. Wir sind durch. Wir sind wieder bei den Dogs. Ja, ja, vor allem bei den Super Dogs. Good evening, Miss Cox. Hallo again. Can I see? As long as you are. Die haben Munition, das ist sehr wichtig. Und auch die will ich haben. Und ansonsten brauche ich nichts mehr. Was für ein Stress, ey. Was war denn das? Komische Geräusche gerade eben. Ich habe damit nichts zu tun. Rufus, please wait, darling. Evening. Good evening. Do you need a real... Ich klicke da einfach kurz durch, ne? A real daughter. So long, Rufus. So viel dazu. Und jetzt noch kurz zu seiner neuen Mutter. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Dr. Reed. Ja, 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 ja. Können wir das nicht mal beschleunigen? Danke. Geht halt immer so ewig, der ganze Quatsch, ne? Ich will ja eigentlich nur sie heilen. Mrs. Fishburne. Man hat denen ja nichts mehr zu sagen eigentlich, außer dass man sie heilt. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of you. So, schön erledigt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir als nächstes machen, meine lieben Freunde. Ich denke, erstmal kurz mal auf gucken, wo wir hin müssen. South Park müssen wir gar nicht mehr. Krankenhaus muss ich irgendwas machen, gewissenlose Wissenschaft. Warum habe ich das hier schon wieder? Man weiß es nicht. Und jetzt müssen wir wieder Richtung Krankenhaus bzw. Richtung Norden. Egal, was ich tue, es geht immer wieder die ganze Zeit hin und her und hin und her und hin und her. Ich weiß noch nicht, wo wir es genau hingehen. Ich weiß jetzt nur, dass die Folge vorbei ist, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht beißen. Bitte fragt mich nicht, was hier gerade los ist. Schräg, ne? Total bugfrei, das Spiel und gut programmiert.